Bill Kaulitz, Katja Krasavice, Flair oder Chris Brown. Was haben die alle gemeinsam? Ja, die sind alle auf OnlyFans. Die Plattform OnlyFans gibt es tatsächlich schon seit 2016. So richtig bekannt wurde sie aber hier bei uns eher so im Jahr 2021. Und kurz gesagt ist OnlyFans eine Plattform für Paid Content. Das heißt, im Vergleich zu TikTok, da kann ich ja so viele Leute abonnieren, wie ich möchte und mir auch ohne Ende Videos reinziehen, ohne dass ich was dafür bezahle, geht es so ähnlich auch auf OnlyFans, nur da eben gegen Geld. Wenn wir jetzt aber von OnlyFans reden, dann fangen die meisten schon an, so ein bisschen zu schmunzeln oder so wissend zu grinsen. Denn klar, auf OnlyFans gibt es eben nicht nur witzige Videos oder zufällige Schnappschüsse, sondern eben auch Content, der von sexy bis pornografisch reicht. Fun Fact, nachdem am 20. August 2021 OnlyFans bekannt gegeben hat, dass ab Oktober des gleichen Jahres keine explizit pornografischen Inhalte mehr auf der Plattform erlaubt sein sollen, kamen sie wenige Tage später bekannt, dass weiterhin Pornografie erlaubt sein soll. Was kann man jetzt aber eigentlich auf OnlyFans machen? Anmelden kann man sich auf der Plattform, wenn man mindestens 18 Jahre alt ist. Und vom Look ist die Plattform dann ungefähr so aufgebaut wie eine Mischung aus Twitter und Facebook. Wer Creator auf der Plattform ist, der kann dann in sein Feed zum Beispiel Fotos oder Videos posten und die können dann Leute, die die abonniert haben, sehen. Diese Abos sind aber eben kostenpflichtig. Wie viel zum Beispiel so ein Monatsabo kostet, das können die Creator auf OnlyFans selbst festlegen. Los geht's ab 5 US-Dollar im Monat und die meisten Abos kosten so zwischen 10 und 15 US-Dollar. Doch nicht nur der Feed spielt auf OnlyFans eine Rolle, es gibt nämlich auch eine Nachrichtenfunktion, über die man direkt per dieser Nachricht eben mit dem Creator in Kontakt treten kann. Hier werden oftmals noch explizitere Videos oder Fotos verschickt, die man auch oftmals noch extra bezahlen muss. Was hier auch funktioniert ist, dass man mit Creatoren in Kontakt tritt und sich eben bestimmte Inhalte, Fotos, Videos wünscht und die werden dann eben gegen Bezahlung geliefert. Es gibt zum Beispiel Creator, die sich für einen Tag als deine Freundin ausgeben und dir dann echt viel schreiben und aus ihrem Alltag erzählen und vielleicht, manchmal auch gegen Extrageld, auch bestimmte Fotos schicken, die du dir gewünscht hast. Dass es keine echten Freundinnen sind, sollte eigentlich jedem klar sein, denn das Ganze gibt es nur gegen Geld. Ein Pluspunkt auf der Seite für die Creator ist es, dass sie selbst entscheiden können, was und wie viel sie dir schreiben oder dir schicken. Wer ist eigentlich jetzt auf OnlyFans aktiv? Grundsätzlich kann man mal sagen, dass ein Großteil der Menschen, das sind im großen Teil übrigens auch Frauen, die viel Geld auf OnlyFans verdienen, das damit tut, dass sie intime Fotos oder Videos von sich teilen. Die sind nicht immer pornografisch, aber das ist eben auf der Plattform erlaubt und deswegen kommt es natürlich auch vor. Es ist übrigens auch so, dass es ganz viele Privatpersonen machen, also Personen, die vorher nicht Fame waren und jetzt aber auf OnlyFans zu einer Größe geworden sind. Es gibt aber nicht nur solche Inhalte auf OnlyFans, sondern auch andere Sachen. Es gibt zum Beispiel einige Influencer, die auf Insta, TikTok oder YouTube aktiv sind und die auf OnlyFans zusätzlich Geld verdienen. Und das nicht unbedingt mit intimen oder freizügigen Bildern, sondern vielleicht auch damit, dass sie hier noch zusätzliche Videos, Schnappschüsse oder Fragen beantworten, den Fans so das Gefühl geben, hey, hier könnt ihr noch mehr über mich erfahren, hier könnt ihr mir besonders nah sein, aber halt gegen Geld. Was zu diesem Gefühl der Nähe natürlich auch noch beiträgt, ist, dass man ja DMs, also Direktnachrichten, mit den Creatoren austauschen kann und die in der Regel auch noch antworten. In diesen DMs kann man sich dann ja bestimmte Sachen wünschen und es sind ganz oft auf OnlyFans sicherlich zum Beispiel Nacktbilder, aber es kann schon auch sein, dass man sich das Rezept für dieses tolle Bananenbrot von Insta wünscht oder einen Tipp haben möchte zu der Ausführung von einer bestimmten Fitnessübung, damit man auch so einen tollen Sixpack bekommt. Was ich damit sagen will ist, wenn du irgendwo mal liest, eine bestimmte Social Media Personality ist auf OnlyFans aktiv, dann heißt es nicht automatisch, dass die Person da auch Nacktbilder verkauft. Kann schon sein, aber kann eben auch was anderes sein. Auf OnlyFans kann man auch als Normalo ziemlich viel Geld mit nur einem Bild verdienen. Aber halt nicht mit einem Bild, das man auch auf seinen Lebenslauf kleben würde, sondern in der Regel mit intimen Fotos. Auf OnlyFans zieht außerdem diese ganz natürlich, ganz Privatmasche. Also die Leute, die da Geld ausgeben, die wollen gar keine Hochglanzbilder, sondern die finden es echt cool, wenn es zufällig, natürlich und spontan aussieht und vielleicht sogar Einblicke in deinen Alltag bietet. Das kann dazu führen, dass man den Eindruck bekommt, hey, vielleicht probiere ich das auch mal aus. Ich muss dafür ja gar nicht viel tun. Ich kann das einfach zu Hause machen mit meiner Handykamera. Das Bild muss gar nicht so krass aussehen, als wäre es irgendwie in einem Magazin oder so. Und das führt vielleicht dazu, dass die Hemmschwelle, so ein intimes Foto von sich zu machen und hochzuladen, ganz, ganz, ganz niedrig wird. Vielleicht so niedrig, dass man nicht mehr ausreichend darüber nachdenkt, ob man das wirklich machen will.
So ein Foto oder Video ist also schnell gemacht und eigentlich noch schneller auf OnlyFans veröffentlicht. Und dann kommen vielleicht auch bald die ersten Einnahmen, über die man sich dann freut und noch weniger drüber nachdenkt, will ich das eigentlich? Vielleicht dann auch vergisst, was für Konsequenzen solche Bilder haben können. Denn Inhalte von OnlyFans werden nicht selten nach wenigen Tagen, Wochen oder Monaten auf Porno-Webseiten oder privat irgendwo geleakt. Offiziell ist es von OnlyFans aus verboten. Insgeheim profitieren die aber eigentlich genau von solchen Leaks. Wird nämlich ein Video von OnlyFans irgendwo anders hochgeladen, dann ist da immer das Logo von OnlyFans als Wasserzeichen drauf. Das ist eigentlich eine Art Werbung für die Plattform, denn wer das dann irgendwo auf einer Porno-Webseite sieht, der denkt sich, Mensch, das gefällt mir so gut, vielleicht melde ich mich auf OnlyFans an. Wenn solche Inhalte geleakt werden, dann schadet es also eigentlich vor allem den Creatoren auf OnlyFans. Keine Frage, wer über 18 ist, kann und darf natürlich selbst entscheiden, ob man sich auf dieser Plattform zeigen möchte und auch wie. Das schnelle Geld und diese wahnsinnig schnelle Umsetzbarkeit täuschen einen aber manchmal über das eigene Bauchgefühl hinweg. Und genau dieses Bauchgefühl ist so wahnsinnig wichtig, wenn es um das Teilen von Bildern und Videos, übrigens egal wie viel Klamotten man dabei anhat, geht. Nimm dir also vor dem Teilen von Bildern oder Videos, egal welcher Art, immer Zeit, auf dein Bauchgefühl zu hören. Und wenn dir irgendwas irgendwie unangenehm ist oder komisch vorkommt, dann nimm das ernst und hör auf dieses Zeichen. Ich habe dir in der Infobox mal noch ein paar Videos verlinkt, in der die Plattform und Creator begleitet, aber auch kritisch beleuchtet werden. Und außerdem gibt es da noch ein paar Videos zum Thema Sexting und Nacktbilder, denn darüber gibt es auch einiges zu wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch oder ein Abo von dir und sehen uns im nächsten Video.